Guten Morgen, ich darf Sie herzlich willkommen heißen zum Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirchengemeinde in Böblingen. Ich heiße Falk Schöller und bin seit 3,5 Jahren hier Pfarrer. Wir feiern heute einen nachösterlichen Gottesdienst. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. So steht es im Markus-Evangelium. Ich bin gespannt darauf, was sich aus diesem Text als Spannung heraus ergibt und darf Sie einladen, mit uns diesen Gottesdienst zu feiern. Kommen Sie doch einfach mit hinein. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Christi. Mit diesem Wochenspruch aus dem 1. Petrusbrief grüße ich Sie ganz herzlich. Gott hat uns wiedergeboren, liebe Gemeinde, auf dass wir Hoffnungsträger in dieser Welt sind. Wir tragen die Hoffnung in dieser Welt und in diese Welt. Das ist das, was Gott von uns möchte. Von uns als getauften Menschen, die wir an Ostern die frohe Botschaft gehört haben. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und seit Ostern geht uns ein Licht neu auf. Wir wollen heute diese Hoffnung miteinander teilen und uns untereinander stärken, gestärkt werden durch den Herrn in Leib und Wein. Wir wollen miteinander jetzt aber zuerst den Psalm 116 beten, beten ganz versweise im Wechsel und beginnen mit der Taufsteinseite. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Wie soll ich dem Herrn vergelten all seine Wohltat, die er an mir tut? Ich will den Kelch des Heils nehmen und den Namen anrufen. Dir will ich Dank opfern und des Herrn Namen anrufen. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen vor all seinem Volk. In den Vorhöfen am Hause des Herrn, in dir, Jerusalem, Halleluja. Ich komme zu dir, Gott, an diesem Morgen. Ich möchte glauben und hoffen, dass Licht in mir scheint. In mir soll das Vertrauen wachsen in das Leben. Ich möchte blühen wie ein Frühlingsstrauß. Ich komme zu dir, Gott, an diesem Morgen und lasse mich von dir daran erinnern, was du mir Gutes getan hast. Wo meine Hoffnung noch verschüttet ist, werfe ich auf dich meine dunklen Gedanken, lege vor dich meinen Zweifel, bitte um zuversichtliche Aussicht. Wo meine Hoffnung göttlichen Dünger und göttliche Lichtstrahlen nötig hat, bitte ich dich, Gott, um deine kraftvollen Gaben. Sei du der gute Gärtner meines Lebens, der mich blühen und gedeihen lässt, mich und die ganze Welt. Miteinander und füreinander beten wir so
in der Stille. Du Gott hast meine Seele vom Tode errettet. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Halleluja. Amen. Lass uns miteinander unseren christlichen Glauben bekennen mit den Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Lesung für den heutigen Sonntag steht in Jesaja 40, in den Versen 26 bis 31. Blickt nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es, er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie ruft. Ihr Nachkommen Jakobs, ihr Israeliten, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht? Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Begreift ihr denn nicht? Oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott, er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Worte der Heiligen Schrift. Thank you.
Liebe Gemeinde, der Predigttext für den heutigen Sonntag steht ganz am Ende des Markus-Evangeliums. Jesus ist nicht im Tod geblieben. Er hat den Tod überwunden. Doch wie geht es nun weiter? Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala. Von ihr hatte er 7 böse Geister ausgetrieben. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und sei erschienen, glaubten sie es nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen. Er schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte. Denn sie hatten denen nicht geglaubt, die ihn als Auferstandenen gesehen hatten. Und Jesus sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Jesu eigene Jünger sind nach Ostern die ersten Ungläubigen. Ich finde das erstaunlich, liebe Gemeinde. Sie haben den Auferstandenen nicht mit eigenen Augen gesehen, also glauben sie den Augenzeugen nicht. Sie haben den Auferstandenen nicht angefasst, also fassen sie es nicht. Jesus ist auferstanden. Unser Herr ist noch am Leben. Christus hat den Tod besiegt. Gott hat den Schattenmächten dieser Welt ein Ende gesetzt. Sie aber glauben es einfach nicht. Was macht ihre Herzen so hart? Was ihren Unglauben so groß? Was ihre Tränen so bitter? Dass sie nicht glauben wollen, nicht glauben können. Und was bitteschön ist an diesem Glauben so verdammenswert? Ist fast so, als ob ich die Jünger vor mir sitzen sehe. Es ist fast wie ein Trauergespräch mit einer großen Familie. Da ist einer gestorben, scheinbar überraschend. Niemand glaubte den schlechten Botschaften im Vorfeld. Und dann hat der Tod die Familie überrascht und bis ins Mark getroffen. Und kommt rein und sitzen alle voller Schmerz und voller Trauer. Wenn ich als Pfarrer in ein solches Trauerhaus komme, dann stelle ich zunächst nur eine einzige Frage. Was ist eigentlich genau passiert? Und dann fangen die Trauernden an zu erzählen. Sie erzählen von den letzten Wochen, von den letzten Stunden. Sie suchen nach eigenen Worten, um zu begreifen, was geschehen ist. Langsam löst sich so der Trauerkloß, weil der Tod eines Menschen nach und nach begriffen wird. Wer über den Tod spricht und seine eigenen Worte hört, der greift den Tod mit Worten. Der begreift den Tod mit dem Herzen. Und jetzt erst kann die Trauerarbeit, erst jetzt kann der Trauerprozess beginnen. Ich stelle mir vor, dass es den Jüngern so geht. Und dann platzen in diese Runde zuerst Maria von Magdala und dann die beiden anderen mitten hinein. Sie wollen ihre gute Botschaft an den Mann bringen. Die Jünger aber sind noch ganz bei sich. Die Trauer umfängt sie und schließt sie ein. In dieser Botschaft, in dieser Situation kann keiner eine gute Botschaft hören. Auch die Jünger nicht. Verdammt nochmal, sie können nur auf sich selber hören. Verdammt nochmal, sie sind taub für die gute Botschaft. Verdammt nochmal, sie sind blind für das Lebenszeichen von Jesus.
Du, Jesus ist nicht tot, er lebt. Er hat den Tod besiegt, ich habe ihn gesehen. Hört doch, das Leben geht weiter. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Ihr trauert, ihr seht nur schwarz und grau, aber das Leben ist bunt, hell und schön. Sperrt doch eure Ohren auf für diese Osterbotschaft. Lasst euch anstecken von der Freude. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Das Leben versinkt nicht im schwarzen Loch. Seht selbst. Wer das glaubt, wird froh. Wer glaubt, wird selig. Liebe Gemeinde, ich war letztens in Stuttgart in der Königsstraße. Und manches Mal kommen da ja Menschen auf einen zu. Auf mich kommt eine junge Frau zu, am Revers einen großen Button. Gottlos glücklich steht da drauf. Sie sieht ganz vernünftig aus, die junge Frau, die mit mir ins Gespräch kommen will. Also halte ich einfach mal an. Hinter ihr entdecke ich einen Bus. Es gibt keinen Gott. Steht auf der Seite mit fetten Buchstaben. Die junge Frau kommt und vertritt offensiv ihren Unglauben. Sie wirbt für ihre Position öffentlich und offensiv. Glaubst du eigentlich, fragt sie mich. An meiner Antwort ist sie gar nicht interessiert. Sie fährt sofort weiter und fort. Meine Überzeugung ist, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Dazu brauche ich, dazu braucht es keinen Gott. Es braucht keinen Religionsunterricht an den Schulen. Medien sollen nicht über Glaubensfragen und den Papst berichten. Kirchen sollen keine Privilegien haben. Punkt. Sie steht für ihre Überzeugung, sie steht zu ihrem Unglauben. Ich hätte gute Lust, ihr die Worte des auferstandenen Jesus an den Kopf zu werfen. Wer glaubt und getauft ist, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Vor meinem inneren Auge sehe ich schon, wie sie sich auf die Diskussion einstellt und endlich über einen Gegner freut. Ich habe diesen Satz nicht gesagt. Ich bin weitergegangen, einfach so, ein wenig traurig und ein wenig ratlos. Mir tut es leid, wenn Menschen keinen Glauben haben und wenn sie für ihren Unglauben auch noch auf die Straße gehen. Mir tut es leid, weil damit der Tod das letzte Wort im Leben hat. Verdammt, verdammt nochmal. Liebe Gemeinde, bald ist Konfirmation bei uns. Da dürfen sich die Konfirmandinnen und Konfirmanden ihren eigenen Konfirmationsspruch aussuchen. An dem Mittwoch hänge ich dann immer das ganze Gemeindehaus voller kleiner Zettel mit Bibelsprüchen. Nicht immer finde ich danach alle wieder. Bis heute findet man manche auf dem Spiegel, auf dem Klo, auf dem Klavier, unter dem Tisch. Ein Junge hatte sich einen Spruch rausgesucht: All eure Sorge werft auf ihn. Es war einer der schwierigeren Jungs in diesem Jahrgang. Er hat vieles mit sich ausgemacht. Er war ein Boxer und hat bei Konflikten auch gerne mal seine körperliche Stärke ausgespielt. Und ich habe ihn gefragt: Warum hast du dir eigentlich genau diesen Vers ausgesucht? Weil ich so viele Sorgen habe, platzte es aus ihm heraus. Er erzählte dann ein wenig, aber der Gedanke, dass Gott sich um seine Sorgen kümmert, der entlastete ihn sehr. Gott kümmert sich um meine Sorgen. Ich muss sie nicht alleine tragen. Da ist einer, dem ich unbedingt vertrauen kann, Gott. Da ist einer, der mit mir durchs Leben geht, der das Leben kennt, der mich versteht. Jesus. Dieser Junge hat einen Glauben.
Gott lässt ihn mit seinen Sorgen nicht allein. Was immer ihm auf dem Herzen lag, er spürt, in meinem Leben habe ich einen Gott, der mich durchs Leben trägt. Ich bin nicht verdammt dazu, die Last meines Lebens auf meinen eigenen Schultern zu tragen. Gott wollte nicht, dass wir Menschen Lastesel sind, die gebeugt durchs Leben laufen. Gott wollte, dass wir aufrechten Ganges durch das Leben schreiten, unsere Hoffnung teilen und über den Horizont hinaus in den Himmel schauen. Wer den Blick nach oben hebt, der sieht, dass uns von dort das Licht aufgeht, das ewige Licht. Denn der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und das ist gewisslich wahr. Amen. Christus, dein Licht, verklärt unsere Schatten. Lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht. Christus, dein Licht, verklärt auf der Erde. Und du sagst uns auch, ihr seid das Licht. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf der Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich.
Er schenke dir seinen Frieden.